Ich hatte euch schon den neuen Team Associated SC6.2 vorgestellt. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie teuer denn die Geschichte wird, wenn man damit wirklich Rennen fährt und in diese Short-Course-Klasse 2WD einsteigt. Dazu habe ich zwei Videos erstellt. Hier im ersten Teil schauen wir uns das Fahrzeug an und alles, was wir dafür benötigen. Denn man braucht natürlich noch zusätzliche Sachen. Das Auto ist natürlich nicht komplett rennfertig. Und im zweiten Teil schauen wir uns dann die Elektronik an, die wir fahren können. Und zwar in drei Kategorien, so günstig wie möglich. Dann Modified Pro, also sprich High-End-Wettbewerb. Und für die Stock-Klasse, die halt auch sehr oft gefahren wird. Also, los geht's. Schauen wir uns mal die Short-Course-Klasse genauer an. Ich hatte nämlich letztens eine kleine Diskussion mit einem Fahrer aus dem Megadrom, der jetzt einsteigt in die neue Short-Course-Klasse. Er hatte sich da so ein paar Sachen zusammengekauft, die man halt benötigt, wenn man da einsteigen will. Da kam dann aber die Diskussion, dass es teilweise ja doch recht teuer ist, was so Reifen angeht, die halt teurer sind als 1:8 Reifen. Und man dies und jenes braucht. Naja, Rennfahren ist halt generell teuer, auch RC-Car-Sport, aber ist halt alles relativ. Und was kostet es denn nun wirklich? Das wollen wir uns hier mal anschauen. Ich habe jetzt mal hier die Seite von HK Modellbau aufgemacht. Die haben halt alles, was man dazu benötigt. Ich kriege da keine Prozente oder Rabatt oder wird sonst irgendwie von denen gesponsert. Aber es ist trotzdem mein Lieblingshändler, weil sie sehr viel für Offroad halt haben und immer zuverlässig sind. Da mache ich gerne umsonst Werbung für. Sie haben hier auch einen Short Course drin, den neuen ASSO SC6.2. Ist jetzt noch nicht lieferbar ab 15.12. Ich hatte ja auch schon zu diesem Auto ein Vorstellungsvideo gemacht. Das werde ich nochmal am Ende des Videos auch verlinken, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Dazu auch nochmal, ich hatte einen kleinen Fehler da gemacht, denn diese Kits kommen nicht komplett. Es ist natürlich klar, dass es nicht einen Motor und Regler dabei gibt. Es gibt aber auch keine Karosserie dabei. Und das hatte ich leider falsch erzählt. Da gab es ein bisschen widersprüchliche Sachen, weil, dass es dabei keine Karosserie gibt, stand auf der Team Associates Seite nicht dabei, aber hier bei den deutschen Händlern, da steht es. Gut, die muss man sich halt auch noch extra besorgen. Und hier sehen wir auch generell, was wir uns kaufen müssen. Natürlich die ganze Elektronik, das ist klar. Motorritzel natürlich, muss ja abgestimmt sein für den Motor, den man fährt. Das ist ein riesen Unterschied, ob man Modified oder Stock fährt. Wir brauchen aber auch natürlich passende Reifen. Es ist ein Rennfahrzeug, natürlich sind da keine Reifen bei, das ist auch richtig. Weil die Reifen, die dabei wären, würde man ja wahrscheinlich doch nicht brauchen. Man braucht aber auch Felgen und passende Einlagen dafür. Und da schauen wir uns mal zuerst die Sachen an. Wir haben also hier den SC6.2. Ich schreibe hier mal einfach mit und dann können wir hier nachher ganz einfach die Kosten zusammenrechnen. 330 Euro ist nicht zu viel. Ne? ASSO ist da recht freundlich noch, was die Kitpreise angeht. Auch der B6.2, der Buggy, liegt ja unter einem Yokomo oder X-Way. Und deshalb, das ist schon ein ganz guter Preis für ein professionelles RC-Rennauto. Was wir benötigen, aber, wäre zuerst einmal das Kegeldiff. Natürlich, wenn man auf Teppich oder Kunstrasen fährt. Aber in Deutschland gibt es nun mal fast nur noch Teppich- und Kunstrasenstrecken. Das Auto kommt nur mit einem Kugeldiff. Und die kann man natürlich auch auf Teppich fahren, aber die rutschen sehr schnell durch. Es ist sehr schwierig, das schön einzustellen. Und
es geht halt, irgendwie geht es auch kaputt auf Teppich. Ja, die Kräfte sind zu groß. Es ist ja für Low Grip gemacht, für Dirt, für Lehmstrecken. Und deshalb ist das einfach nichts. Und hier, das Kegeldiff ist baugleich mit dem W6. Passt halt auch in den Shortcross rein und liegt hier bei 45 Euro. Also ein absolutes Must-Have. Schreiben wir auf. Kegeldiff. Ich schreibe gar nicht. Sag doch was. Kegeldiff 44,99. Als nächstes haben wir Stabi-Set. Der neue SC6.2 kommt vorne mit Stabis. Sehr gut. Aber hinten nicht. Und auf... Also es ist auch kein Must-Have. Ich würde es aber kaufen, weil ich würde nicht auf dieses Setup verzichten wollen. Denn rundherum Stabis zu haben, schadet halt wirklich nicht auf High Grip. Das Auto landet auch besser. Ja, es beruhigt sich dadurch. Es wirkt dem Kippen entgegen, es ist agiler. Hinten kann man einen dickeren Stabi machen, nimmt man Grip raus, das Auto hat genug Grip auf Teppich. Und dann kommt man schneller um die engen Kurven. Am Ende des Tages, es hat einfach nur Vorteile. Und ich würde es dazu nehmen. Also, Stabis 10,99. Dafür brauchen wir dann aber auch die Befestigungshardware, die hier nochmal bei 17 Euro liegt. Das ist ein bisschen schade, aber nutzt ja alles nichts. Man muss den Stabi ja irgendwie ans Auto befestigen und deshalb müssen wir es dazu zählen. Stabi befestigen. 16,99. Als weiteres habe ich mir hier mal das Messing-Bulkhead notiert. Das ist jetzt die Frage, ob man das wirklich braucht. Es ist beim 2WD-Buggy auf Teppich ein Must-Have, hat jeder. Vorne mehr Gewicht, die Reifen sind natürlich auch sehr, sehr schmal und erzeugen wenig Grip bei Buggies. Bei Shortcross fährt man vorne hinten die gleichen Reifen. Da hat man dann mehr Grip. Man muss auch durch die Klebekante etc. auch wieder Grip rausnehmen. Da komme ich aber noch zu. Deshalb kann man sich das vielleicht auch sparen. Trotzdem ist es natürlich Gewichtsverlagerung nach vorne. Man fährt auf Teppich einfach generell mehr Gewicht nach vorne. Und das sage ich auch mal, ich würde es wirklich nehmen, es schadet auch nicht und es kann der Performance nur zugutekommen. Deshalb nehmen wir es hier auch mit in die Liste. Das Original von Asso ist übrigens teurer und hier beim Revolution Design hat man sogar noch, kann man das umdrehen, je nachdem, ob man 25 Grad oder 30 Grad Kick-up haben will, ist auch sehr schön gemacht, dass man da dann noch eine zusätzliche Setup-Option drin hat. Also, Messing Bulkhead, 23,50 Euro. Dann kommen wir noch zu dem Wichtigsten. Wir hatten ja eben schon gesehen, dass wir Felgen brauchen. Denn die sind da auch nicht bei. Das könnt ihr vergessen, Badlock. Das heißt, dass die Felgen nicht geklebt werden, sondern mit so einem Ring gehalten werden. Das funktioniert nicht, ne? Die reißen ab. Ihr braucht da festgeklebte Reifen auf einer Felge. Gibt es hier zwei, eine J-Concepts-Felge, 12 mm für den Sechskant, was er natürlich hat. Mit 3 mm Offset, finde ich sehr schön, 3 mm ein bisschen breitere Spur. Das schadet halt nicht auf Teppich. Ne? Es ist halt auch gerade durch die Karosserie, bringt den Schwerpunkt sehr weit nach oben und es wird sehr kippelig. Ne? Und wenn man dann so ein bisschen breitere Spur hat, würde das Ganze natürlich nicht schaden. Wir haben ja die normalen Felgen von Team Associated unter 10 Euro
Und hier haben wir auch nochmal plus 3 mm Offset-Felgen vom ProLine. Die kosten ein bisschen mehr. Ich würde jetzt mal die hier nehmen von J-Concepts. Auch 12 mm Sechskant passt, braucht man natürlich dann zwei Packungen. Also notieren wir uns 10,99 Euro. Wir brauchen zwei. Also haben wir einen Preis von 2 mal die, zack, 21,98 Euro, nur für Felgen. Des Weiteren brauchen wir noch Einlagen. Denn bei den Reifen sind die Einlagen auch nicht dabei. Da komme ich aber noch zu. Es gibt hier zwei Varianten. Die Original-Schumacher-Einlage kostet nicht viel. Und die Arca-Einlage. Das sollte die gleichen Einlagen sein wie bei 1:8er Reifen. Da habe ich auch noch ganz viel zu Hause rumliegen. Die würde ich da reinnehmen, weil die sind so ein bisschen härter. Man macht aber auch nichts verkehrt, also überhaupt nichts verkehrt, wenn man die Originaleinlage einfach nimmt, die mit dem Reifen entwickelt wurde. Die Reifen, die ist ja sehr weich, auch wenn hier hart steht, das ist relativ, ja. Es ist einfach nur einfacher Schaum und die passen natürlich auch perfekt dazu. Deshalb nehme ich die jetzt mal, weil sie auch günstig sind und auf jeden Fall nicht verkehrt sind. Auch hier brauchen wir natürlich wieder zwei. Also kommen wir hier auf einen Gesamtkosten für die Einlagen von 7,40 Euro. Dann natürlich die Reifen. Ich gehe hier von Teppich aus. Ja, ich denke mal, das ist das, was am meisten gefahren wird. Draußen geht es natürlich in Richtung Kunstrasen. Wir landen aber immer bei Schumacher. Man kann natürlich für Kunstrasen so ein Mini-Spike gut fahren, mit bisschen gröberen Pins. Der funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Ja, den gibt es dann auch in den verschiedenen. Dieser Spiral, auch interessant, wird auch auf Kunstrasen funktionieren. Aber auf normalen Teppich kommt man natürlich hier nicht um Minipin herum. Die Reifen sind wirklich sehr gut. Sie haben halt sehr viel Grip. Die Flanke vor allen Dingen, das ist ja auch so eine Shortcut-Sache, diese riesige Reifenflanke, ist sehr steif. Das heißt, das ist halt sehr gut. Der Reifen bietet ein sehr gutes Gefühl. Er hat unheimlich viel Grip, aber er weicht auch nicht so stark. Es gibt auch so super günstige Reifen von D-Boot. Die gibt es hier auch gar nicht mehr jetzt und die sind viel billiger, aber die bringen halt auch nichts. Die haben auch sehr viel Grip, aber die haben katastrophal weiche Reifenflanke und dadurch auch viel zu viel Grip. Was man bei diesem Minipin natürlich machen muss, ist Cutten und Klebekante. Also es gab jetzt ein Rennen mit Shortcourse im Megadrom. Und der Shortcourse, also es war nur einer da und der ist dann bei 2 WD im B-Finale mitgefahren, bei den Buggies. Und das hat er gewonnen, ja, also Shortcourse ist nicht langsam. Und er hatte außen 3 Reihen gekartet, innen 2 und dann noch eine Klebekante, die sogar noch ein bisschen auf die Lauffläche ging. Das muss man halt machen, man kauft für 13,50 Euro Reifen und in Anführungszeichen zerstört man sie dann, macht aber nichts, weil man will ja Performance haben. Und sie halten relativ lange, das muss man auch sagen. Ne? Und die Einlagen und Felgen, die kann man ja auch wieder mitbenutzen. Ne? Es gibt ja verschiedene Methoden, wie man die Reifen wieder darunter kriegt. Das ist also auch kein Problem. Und die Haltbarkeit ist da wirklich nicht verkehrt. Liegen bei 13,50 Euro. Brauchen wir natürlich dann auch zwei Packungen von. Und haben damit also 27 Euro für Reifen. Aber man sieht, wenn man hier einmal mal das schon mal nimmt, ne, da hat man nur die Reifen, liegen wir schon bei 56,38 Euro. Jetzt brauchen wir natürlich noch eine schöne
Karosserie. Die Karosserien sind auch das Verschleißteil schlechthin. Wir schauen uns mal an, welche Karosserien es für Shortcuts gibt. Das ist so ein bisschen wie bei Turnwagen, weil Buggy sind die Karosserien sehr geschützt, ja, weil die sehr klein sind. Bei Shortcuts, ja, füllt diese schwere, große Karosserie das ganze Auto aus. Was toll aussieht, sind natürlich diese Scale-Karosserien. Kann man ja auch mal ein Rennen mitfahren, erhöht natürlich nur ein bisschen den Schwerpunkt und naja, sind halt nicht besonders aerodynamisch. Und Aerodynamik spielt ja bei RC auch eine große Rolle. Deshalb ist sowas natürlich sehr gut. Die Flowtech gibt es schon lange, funktioniert einfach gut. Es gibt davon natürlich noch Weiterentwicklungen. Hier sieht man auch nochmal diese Flowtech. Sie hat halt Öffnungen, die halt sehr wichtig sind. Auch sehr schön vom Proline gemacht, dass es diese Flowtech mit verschiedenen Gesichtern gibt. Ne? Man kann hier auch einen Ford Flowtech fahren. Die Funktionsweise ist die gleiche. SC Evo finde ich sehr gut. Gibt es noch eine andere? Nein, ich glaube, da gibt es keine neuere. Das wäre jetzt hier meine präferierte. Man sieht es halt, dass diese Karosserie schon sich einfach duckt. Ja, die Karosserie ist sehr wuchtig und schwer und sie bringt den Schwerpunkt nach oben. Deshalb fahren Shortcuts auch so komisch. Ja, die ganze Shortcuts-Klasse ist so ein bisschen gestorben, weil sich die Autos nicht so schön fahren lassen, wegen dieser riesigen Karosserie. Das macht echt was aus, wenn man Shortcuts ohne Karosserie fährt. Fährt er wirklich echt schön. Aber es sieht trotzdem toll aus, wenn sich eine Horde von Shortcuts immer die Strecke bewegen. Und ich hoffe, es kommt halt wieder. Diese Karosserien, die haben halt hier diese Cutouts, die man auch benutzen sollte. Denn damit die Luft geht dann da so ein bisschen durch. Und das verbessert das Fahrverhalten einfach. Ne? Gerade beim Springen, wenn es so nach oben, schräg oben geht, dann wirkt diese gesamte Karosserie wie so ein Bremsfallschirm. Gerade draußen, wenn so ein bisschen Wind ist. Drinnen ist das Problem eigentlich nicht so groß, da sind die Strecken auch nicht so groß. Und naja, das ist da immer ein bisschen problematisch. Also diese Karosserie gefällt mir sehr gut für Rennen. Liegt jetzt bei 35 Euro. Wie gesagt, das ist dann schon ein bisschen so Verschleißteil, was alle Schläge abkriegt. Dafür sind natürlich die Schwingen auch geschützt, weil es gibt hier große Bumper vorne und hinten bei den Shortcuts und die Karosserie beschützt das gesamte Auto. Ja. So, und jetzt können wir ja schon mal eine Überschlagsrechnung machen. Wir haben hier jetzt das Auto zusammen. Dann schauen wir mal, wie es aussieht. €517,80. Also 518 Euro. Ich habe jetzt natürlich jetzt also nicht berechnet Farbe für die Karosserie. Da kann es ja durchaus sein, ihr habt noch was. Manche machen Airbrush, geben das in Auftrag, kostet bestimmt 50, 60 Euro Minimum. Manche nehmen eine weiße Tamiya-Dose für 5 Euro und sprühen die rein. Das möchte ich jetzt hier nicht aufzählen. Also da gibt es ja wirklich von bis. Das ist ja völlige Geschmackssache. Aber das sind die essentiellen Dinge hier, die man braucht. Wenn ihr sagt, Messing-Bulkhead brauche ich nicht, dann seid ihr unter 500. Oder ich kann auch ohne Stabi fahren, dann gehen nochmal 25 raus, sondern 50. Sind wir bei 470 Euro vielleicht. Ihr seht so, 470 bis 520 liegt man da bei einem neuen.